Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Looking to get married, you're going to need a mermaid's pendant. Everyone's side of the gem sea knows what it means when you give them a mermaid's pendant. Getting your hands on such a pendant can be tricky. Every region seems to have their own custom, but it always has something to do with the beach or ocean. So, wahrscheinlich irgendwie angeln. Yay. Okay, morgen wird das Wetter okay sein. Und was gibt's hier so? Und wenn etwas extra Glück haben. Ui. Ach ja, der Wein war fertig. Ich erinnere mich. Da oben ist der Zaun wieder kaputt. Ja, komm. Den Grapes pflücken. So viel haben wir davon ja nicht. Oder oben müssen wir ein bisschen den Gras entfernen. Dass uns da was in die Pflanzen reinwächst. Zack. Sonst sehe ich nicht so wirklich viel, was jetzt schon fertig wäre. Ja gut, hier halt, ne? Einmal drum herumlaufen. Vielleicht auch mal kurz bei den Bäumen pflücken. Na, jetzt ist da die Vogelscheuche wieder grandios im Weg. Da kommen wir da nicht rüber. So. Ja, 8 Quos. Ne? Läuft doch. Der Baum sieht auch so aus, als wäre er bald fertig. Gucken wir mal hier. Sind jetzt nicht so viele Pflanzen? Ach so, ja, genau. Die Artischocken sind fertig. Gucken wir kurz. Ich glaube, hier war soweit nichts mehr. Es war jetzt nur noch die eine Pflanze. War alles klar, ne? Artischocken. Mal gucken, wie viel die so bringen. Habe ich, glaube ich, noch nie angebaut. Ich meine, das war eine der neuen Pflanzen, die man jetzt... Interessant. Ich meine, das war eine von den neuen Pflanzen jetzt in diesem Jahr. Oder in diesem Herbst. Oh ja. Verkaufen wir einfach mal und dann sehen wir es ja. Ich meine, wir haben ja genug Saatgut für den Rest der Saison. Wir müssen ja nicht nochmal was einkaufen. Ich habe aber eigentlich nichts mehr hier auf Halde. Oh, bzw. nicht mehr im Inventar, meine ich. Warte mal, Collections. Das sieht jetzt nicht so aus, als wäre hier irgendwo... Nee. Wie sieht das im Menü aus hier? Ja, okay, Artischocke ähnelt sehr im Hopfen, ne? So. Den guten Kram packen wir da mal rein. So 10 davon behalten wir. Von den Blackberries, von den Grapes verkaufen wir mal den Großteil. So. Den Rest lagern wir ein. Achso, und haben wir noch ein bisschen Kleinkram, den wir auch verkaufen können. Hier, zack, zack. Und gutes. Achso. Dann holen wir auch direkt mal neues Saatgut. So. Oh. Das war sehr intelligent. Shit. Die produzieren ja weiter. Hm, ja, das hätte man vielleicht dann bevorzugt säen sollen. Gut, dann. Fangen wir gleich mal mit Eggplants an. Wenn die immer was tragen oder wenn die öfters was tragen, dann hätten wir natürlich damit anfangen müssen. Das war natürlich jetzt unsinnig, damit so lange zu warten. Aber dann packen wir das hier überall mal hin. Und gut ist. Nein, das war jetzt... Nein. Das einzige Feld, was ich nicht hätte mit Saatgut bewerfen sollen. Ja, sehr gut. Ach ja, dann gieße ich das. Oh, wobei, das muss ich jetzt 18 Tage lang, nee, 17 Tage lang gießen. Super. So. Ordnung wiederhergestellt. Sonst haben wir, glaube ich, keine Löcher hier am Rand. Hier haben wir schon wieder einen Baum, der hier nicht hin soll. Wenn ich ihn denn treffen würde, wäre das sehr schön. So.
Dann wir den Schlüssel ein und dann. Ja. Gucken wir mal kurz nach den Pilzen. Hier ist nichts. Okay. Da haben wir Trüffel. Da haben wir nochmal Trüffel. War es nicht sogar so, dass wir noch einen dritten Trüffel hatten? Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Bin ich jetzt auch okay. Looks fine. Ja, dann hat aber trotzdem keine Milch. Gut. Ich glaube, offener Stall und noch mehr Kühe führt zu einem ewigen Suchdesaster. Renne ich wahrscheinlich eine halbe Stunde durch die Gegend, um die Kühe zu suchen. Und wenn die sich so gut im hohen Gras tarnen. Ach, guck an, sie geben große Milch. Dreimal. Hm, nicht schlecht. Hm. Habe ich natürlich nicht drauf geachtet, wer mir große Milch gegeben hat. Aber wahrscheinlich irgendeine Kuh, die dann schon zwei Herzen hatte. Guck an, der Diamant ist fertig. Dieses Kristallarium ist doch, ich sag mal, sehr cool. Einmal Diamanten reingepackt und schon kriegst du, ich glaube, alle 5 Tage oder so eine 9. Einfachste Lösung, die man sich vorstellen kann. Nicht super. Weiß zwar nicht, was man mit Diamanten genau machen kann, außer sie zu verkaufen, aber gut. Ja, gut verkaufen oder verschenken. Denke mal, das war's dann an Optionen. Ich glaube, ich habe echt zu viel Saatgut eingekauft. Oder was eher der Punkt sein wird, ich habe zu wenige Sprinkler. Ja. So, pass auf. Packen wir das mal hier rein. Dann nehmen wir mal die Large Milk und packen die hier rein. Nehmen wir noch... Na, komm. Einmal normale Milch. Wenn die fertig sind, können wir das nochmal machen. Dann haben wir hier noch... Trüffel und... Ganz wichtig, Eier. Ja. Nee, Moment. So ist es besser. Können wir nämlich hier das Trüffelöl noch herstellen und dann packen wir die Milch wieder. Ich sagte die Milch. So, wieder hier rein. Ja, verkaufsmäßig haben wir jetzt gerade sonst nichts weiter. Ich denke mal, wir stellen noch aus allen Dingern davon Trüffelöl her. Ja, das kann ich jetzt eigentlich wieder hier reinwerfen. So, Seaweed. Now. Oh doch, ich habe schon mal Artischocken mal irgendwann mal angebaut. Blackberries, Grapes, ah, davon brauche ich dann auch noch ein paar. Ja, die Blackberries lagern wir ein. Achso, ich habe noch... Scheu. Gut. Hätte ich doch irgendwas nehmen sollen, was... Wobei, nee. Die Sachen, die wiederkehren, sind schon eigentlich am besten. Ja, sonst hätte man vielleicht was Kurzes nehmen können, dann wäre das Saatgut halt weg gewesen. Ich meine, außerhalb des Frühlings bringt mir das ja sonst nicht so viel. Allerdings kann man... Also vermute ich zumindest mal, in dem Gewächshaus ja alle möglichen Saatgut verwenden, also alle für alle möglichen Jahreszeiten. Ach, guck an, da oben. Ja, den Blackberry-Strauch nicht schon? Ich dachte, den hätte ich schon mal eingesammelt. Guten Tag. Waldplum. Sieht genauso aus wie ein Pomegranate. Ja, wobei hat noch ein paar Blätter dran, aber das war's, glaube ich. Ach, und wir sollten vielleicht was für einen großen Premium-Käse aufbewahren. Damit wir für dieses komische Event, wo man da zeigen soll, wie toll man ist, damit wir da noch erwähnenswerte Items haben. Noch ein paar Premium-Früchte und dann läuft das. Dann kommt zwar Pierre und fistet wieder alle Leute weg, aber hab ich halt Pech gehabt. Irgendwann werde ich ihn wahrscheinlich auch mal übertrumpfen können. Hoffe ich. So, habe ich Linus schon seine 2 Geschenke gegeben? Ja, habe ich.
Nein. Ah, da war noch ein Blackberry-Strauch links. Ja, irgendwann im Jahr trägt irgendwie jeder von diesen Büschen hier Früchte. Das ist eigentlich ganz schön. Nee, da komme ich nicht her mit dem Pferd. Kennen wir ja. Mehr Blackberries. Wenn ich hier so viele Blackberries finden würde, wie Blackberry verkaufen würde, das wäre schön. Nein, wenn sie so viele verkaufen würden, wie ich hier finde. So rum. Ach ja. Das ist schon mal ein Fortschritt wahrscheinlich. Oh je. So. Ja, das mit der Freundschaft hier läuft doch relativ langsam, wenn man es über Geschenke macht. Von daher, naja. Ist nicht so der beste Weg, habe ich den Eindruck. Aber die beste, also der allerbeste Weg ist eigentlich, wenn man den Leuten ihr Lieblingsgeschenk an ihrem Geburtstag gibt. Oh, vielleicht soll ich mal gucken, ob Linus nicht irgendwann bald Geburtstag hat. Das könnte nämlich sein. Ich glaube, der hat nämlich im Herbst Geburtstag. So. Dann drücken wir nämlich an dem Tag ein bisschen Käse rein und dann passt das. Da muss man wahrscheinlich sogar aufpassen, dass man nicht in der Woche schon die maximale Anzahl an Geschenken ausgereizt hat. Sonst funktioniert das ja nicht. Das wäre blöd. Heißt aber, wenn er in der aktuellen Woche. Was ist da los? Wenn er jetzt in der aktuellen Woche Geburtstag hätte, dann kann ich ihm vielleicht gar nicht kein Geburtstagsgeschenk geben. Das wäre ja blöd. Ja, toll. Joja Cola kann ich direkt wieder reinwerfen eigentlich. Oder trinken und danach wieder auskotzen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ach ja, das gute Angeln. Seaweed. Brauchte ich nicht für irgendwas Seaweed? Seegras? Hm. So. Ich kann nicht wissen, wie das ist, wenn ich dann hinterher High-Level angeln kann. Und dann eine Sardine. Ach, guck an. Und wir haben irgendwas gefunden. Kupfererz. Warte mal, wir brauchen doch. Nein. Sardinen brauchen wir nämlich tatsächlich. Guck an. Sehr gut. Hat sich schon mal gelohnt, dass wir angeln gegangen sind. Ja, es wäre schön, wenn wir Angeln mal wenigstens auf 2 kriegen würden oder so. Das war ja jetzt mal ein richtig anspruchsvoller Fisch. Ah, kaum beschwert man sich schon, geht schief. Noch eine Sardine. Schon habe ich mehr, als ich brauche. Zumindest was das CC angeht. So. Oh, tatsächlich sogar ein Fisch. Ja, wenn er ganz unten festhängt, ist auch super. Kannst jetzt das Ding ja nicht ganz unten halten. Das tickt ja immer so ein bisschen nach. Anchovy brauchen wir auch. Glaube ich. Oder? Ich glaube, der war blau. Anchovy. Ah, okay, er ist. Ja, gut, er ähnelt dem Dings sehr. Er hat der Sardine. Ja. Ja. Mann. Gut. Gehen wir zum CC und laden den Fisch da eben ab, bevor wir es vergessen und ihn dann verkaufen. Ist ja auch schon ganz schön spät mittlerweile. Tag. Ach so, genau. Pass auf, wir reiten hier gerade schon dran vorbei. Oh, hat der Dinos doch nicht im Dings Geburtstag? Das ist interessant. Ja, das ist diese Stardew Valley Fair. Da hat Mani Geburtstag, da sollte ich dran denken. Vielleicht behalte ich den Diamanten so lange. Ich weiß es nicht.
Werde es wahrscheinlich eh wieder vergessen. Jetzt soll ich mir einfach mal eine Liste von Geburtstagen ausdrucken. Zumindest von den Leuten, wo es jetzt interessant wäre. So. Die Sardine. Wir nehmen mal die billige Sardine. Tilapia und Tuna brauchen wir noch. Also Thunfisch und keine Ahnung, was für ein anderer Fisch das sein soll. Denn sonst haben wir hier nichts, wo wir... Ja, brauchen wir überall Fische. Da brauchen wir noch den Hasenfuß. Da brauchen wir noch Maki Roll und... ach genau, Fiddlehead von... Der war das. Was fehlt uns hier noch? Ach ja, die Entenfeder. Dämliche Entenfeder da. Ich frage mich, ob mit Friendship in dem Fall immer ein Herz gemeint ist oder ob dann... Also es kriegen ja alle dann irgendwie x Herzen. Ist jetzt die Frage, ob es denn bei allen nur ein Herz ist oder ob das, keine Ahnung, zwei Herzen sind oder ob man sich das aussuchen kann, man weiß es nicht. Wäre einiges Unterschiedliches denkbar. Na guck an, der ganze Kram ist fertig geworden, das ist doch schön. Dreimal Premium-Käse. Geil. Ha, Mann. Das ist dann irgendwie bitter, wenn man dann Premium-Produkte hat, die einem das Inventar dann voll ballern. Ach, nee, ey. So, einmal Käse. Einmal Mayonnaise. Ja, Vorwärts ist jetzt nicht so dolle. Ja, die Sardine ist jetzt auch nicht so hochwertig. Dann packen wir den Rest einfach in den Verkauf und fertig ist. Achso, Inventar ist voll. Hallo Pferd. So, der Diamant, den hätten wir eigentlich auch da drin lassen können, verdammt. Egal. Das verkaufen wir einfach mal alles. Das hier unten sowieso. Da habe ich jetzt eh noch nicht so ganz verstanden, was man damit machen soll. Seaweed. Nee, komm, weg damit. So, achso, ja, und der Premium-Käse. Kann da auch mal rein. Weil ich ja schon sagen musste, 225 Energie ist halt auch schon. Ich sag mal, eine Hausnummer, ne? Das schaffen nicht viele Sachen. So, Trüffelöl. Ja, der Diamant bleibt da. Mayonnaise kommt da rein. Der Rest kommt ins Lager. Moment. Das kommt hier rein. Das ist hier eh meine Kiste für seltene Sachen. Oder für besondere Sachen. Von daher. Ah ne, den Trüffel, den packen wir morgen in den Trüffelöl-Maker. Ja, das haben wir schon. Gut, dann gehen wir schlafen. Ach, schön. Level 2 Fishing. Ja. Die Effizienz wurde erhöht und wir haben jetzt neues Crafting VC Bait dazu gekriegt. Also Köder. Ah, Artischocken. Ja, doch. Jetzt ist ganz okay. Haut einen jetzt nicht um, aber ist okay. Oh, die Dinger waren wertvoller, als ich dachte. Die auch. Spannend. Schau an, schau an. Also in 6 Tagen hat Mani Geburtstag und sonst... Oder? Ich glaube, es war der 18. Ja, und sonst ist ja bald dieses Event. Ach du meine Güte. Das ist ja schön. Dann kann ich direkt wieder Hopfen mitnehmen. So, 14 Stück. Dann machen wir es erstmal so. Den ganzen Käse einsammeln. Da packen wir 9 Trüffel rein. Das nehmen wir mit. Und dann eigentlich auch direkt in die Truhe werfen. Und hier mal kurz... Zack, weg. Kreist einmal um mich herum, sehr gut. Ja, es ist hier irgendwie so ein bisschen hakelig mit dem... Ja, wir sind Brauereidinger, das ist ein bisschen hakelig. Das funktioniert nicht so schön. Dieses Rausnehmen und direkt wieder reinpacken, das... Nee, ist ein bisschen hakelig einfach. Gut, achso, ja, pass auf. Das, das und das kommt auch noch rein. Ha?
Schau an, schau an. Unsere Cranberries sind fertig. Oder ein paar davon. Die von der Erntefee eigentlich. Schon cool, wenn die dann am ersten Tag des Monats einfach mal herkommt und dafür sorgt, dass, keine Ahnung, so ein riesiges Feld von, was weiß ich wie viel, da auf einmal instant fertig wird. Das ist schon echt cool. Müssen wir einmal nachgießen. Nicht so geil, aber gut. Ist eigentlich alles soweit okay? Ja, sieht so aus. Ach ja, ich sollte ja vielleicht irgendwann auch nochmal die Bäume, die ich da abgeholzt habe vor ein paar Folgen, wieder irgendwo neu säen. Naja, gut. Ja, ich mache das einfach Ende des Monats, dann ist auch okay. Im Winter kann man ja nichts ansäen, also nichts neu anpflanzen. Auch keine Bäume, aber die, die da sind, wachsen trotzdem, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und wenn nicht, wäre es jetzt auch nicht so schlimm, auf das bisschen Maple oder was auch immer Saatgut kann ich dann auch gut verzichten. Guten Tag. Ja, ist gut, jetzt leg die Kuh bitte. Achso, das ist nur ein Steinhitter. Da war auch schon die Katze am Schreien, jawohl. Da haben wir direkt mal ein paar Pilze, die wir einsammeln können. So, direkt wieder unser Melkbehältnis hier nehmen und dann... Guck an, die beiden Trüffel habe ich schon gespottet. Auch wenn ich es gerade nicht hinkriege, die Kuh zu melken. Weil du dich... Ja, so. Danke. Ja gut, die werden ja dann auch nicht jeden Tag große Milch geben. Außer vielleicht du hast jetzt auf maximale Zuneigung oder so. Aha. Hallo? Was wäre das? Looks fine. Was geht hier vor? Vorsicht, das ist komisch. Ah, ich rasiere hier einfach mal ein bisschen ab, dann kommen die besser an. Das ganze Grünzeug. Das wird dann natürlich sinnvollerweise stehen lassen. So, fertig. Und gut ist. Ich glaube, ich habe alle Kühe erwischt. So, oder gemolken. Ja, erwischt ist. Klingt sehr negativ. Heißt aber, heute gab es nur 4-mal Milch. Das ist jetzt nicht so viel. So, und ja, komm, ein bisschen umsortieren ist immer drin. Zack, aber dafür werde ich dann einfach alle Käsepressen auslasten und dann ist gut. Manchmal habe ich dann den Eindruck, kaum hast du so viele Dinger hier rumstehen, schon produzieren die Tiere weniger. Ja. Könnte man denken. So, ja, also diese Standardpilze, davon habe ich auch... Fühlte 100 Stücke. Auch, was soll man damit? Was soll man damit? Ach verdammt, unser Trüffelöl-Maker ist immer noch am Trüffelöl-Maken. Und shit. Kohle haben wir keine mehr. Super. Hier kommen genau die Steine rein. Dann hier oben kommen die beiden Pilze rein. Interval habe ich mittlerweile auch schon ganze 10 Stück. Ja, 79. Was soll ich damit? So. Warte mal, da kann aber was nicht stimmen. Warum ist da Hopfen drin? Hopfen ist doch hier drin. So. Wieder einen Platz gespart. Hätte natürlich einfach mal sortieren können, ne? Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen, oder? Einfacher gewesen. Naja, egal. Warte mal, wie war das mit dem Glück heute? Ich glaube, ich habe gar nicht nachgeguckt. Fortune Teller. Ah, neutral. Ist die Frage. Alcavern oder nicht? Ist noch relativ früh am Tag. Hm. Dann lasse ich die Trüffel aber hier. Nehme ich die Blackberries mit.
Weil, naja, gut, ich meine, eigentlich der Käse ist alles, was ich brauche. Brauche ich 30 Stück? Weiß ich nicht. Nehme ich aber einfach mal mit. Die Zaunelemente. Die machen einen super Inventarblocker, glaube ich. Machen wir es mal so hier. Ja, man könnte es ja natürlich dann einfach aufräumen, indem man einmal auf. Nee, Quatsch. Indem man einmal auf Organisieren klickt. Aber dann wird mir wahrscheinlich vorne wieder die Werkzeugreihenfolge kaputt gemacht. Das finde ich nicht so geil. Guten Tag. Ach ne, Ticket muss ich ja hier raufen, ne? Ach, 500, ey. Ich wollte gerade sagen, jetzt bloß nicht da wegen dem Pferd blocken. Das wäre unnötig. Ach ja, Kokosnüsse. Das Übliche. Mal ein bisschen hier einsammeln. Frag mich, ob das. Lohnt sich das wohl, wenn man hier hingeht und nur sowas einsammelt? Und dann wieder geht? Dann könnte man das ja jeden Tag machen. Da oben, das könnte man theoretisch einsammeln, wenn man da hinkäme. Play. Golden Relic, was ist denn das? Ach Mann, warum finde ich denn sowas selten, dass wenn ich dann direkt danach in die Mine gehe? Ja, so ein Shit, ey. Lost Book, jawohl. Das ist ja schön. Goldene Reliquie klingt irgendwie sehr, sehr wertvoll. Ach, ich habe keine Ahnung. Aber ganz ehrlich. Hier, fuck this, fuck that, fuck everything. Aha, das wird lustig. Wobei, ich weiß nicht, lustig ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff dafür. Das wird haarsträubend, schmerzhaft. Denn das? There's a shaft leading down. Nothing. Nein, mit dem Blob da oben werde ich mich nicht anlegen. Kann man mal sowas von vergessen. Guck an, guck an. Kupfer, Kupfer. Ja, was soll schon passieren? Jump in. You fell four levels. Und das ohne Ausdauerverlust. Sehr lustig. Okay, das ist ja tatsächlich dann das gleiche System, was man auch bei. Oh, wobei, was das Problem ist, da weiß ich nicht, wo der Eingang ist. Ah, okay, doch. Gut. Das ist ja das gleiche System wie bei Harvest Moon tatsächlich in der Mine. Da kannst du auch. Dann bestimmte Anzahl an Leveln runterfallen, aber da fällst du Level runter, indem du quasi über so ein Ding drüber läufst. Muss dann manchmal einfach das ganze Minenlevel ablaufen, dann findest du irgendwo so einen Weg nach unten, also einen Sprung nach unten. Weil man Harvest Moon relativ selten so Treppen nach unten hatte. Die hat man nur gefunden, wenn man das ganze Level umgegraben hat. Was man hier ja nicht macht oder auch nicht machen kann. Gucken wir mal. Das sieht hier auch sehr stark nach. Irgendwas wird mich hier töten aus. Oder auch nicht. Oh. Oh, Hardwood. Uiuiui. Geil. Ja, warum auch nicht? Ja, gut. Ich meine. Doch, okay. Weiß aber auch gar nicht, ob es hier normale Staircases gibt, die nach unten führen. Ich weiß aber, dass es hier keinen Aufzug gibt. Und ich weiß, dass ich mich nicht mit diesem riesigen lila Blob da anlegen möchte. Würde gerne weiterleben. Das wäre lieb. Ach ja. Bis auf Level 40 soll ich hier runter. Und das innerhalb eines Tages. Das ist auch eine sehr ambitionierte Vorgabe. Außer man will, keine Ahnung. 300 Steine oder eher 3000 Steine in Staircases verwenden oder verballern. Geht natürlich, aber ist jetzt nicht so optimal. Nein! Nein! Bleib das Gold da liegen! Shit! Ich klatsche lieber erstmal andere Sachen hier. Ja, gut, die einen sind da immun. Das ist auch nicht schlecht. Ja, dann, wenn man vergiftet ist, wird es natürlich noch besser. Aber ist ja cremig hier. So, Ausdauer und Lebenspunkte sind wieder maximal. Da ist auch ein Fluchtweg. Ah, gucken wir mal.
Oder war dieser lila Blob so ein harmloser? Ich weiß es nicht. Bin mir echt nicht mehr sicher. Und da war gerade schon ein Weg nach unten. Den nehmen wir gleich mal. Oh, okay. War also okay. Alles gut. Ich glaube, hier findet man noch das erste Mal wirklich Iridium-Erz. Also jetzt nicht auf dem Level vielleicht, aber in dieser Mine. Ne? Ne? Weg! Weg! Weg von mir! Nein! Oh. Ist jetzt mal gut? Das ist eine böse Mine, ey. Das ist unglaublich. Ja, jetzt hör auf, da das zu blocken und, ne? Sieh zu, Eckart. Zu. Ich weiß auch gar nicht, wann ich hier rausgehen sollte. Gegen 11 vielleicht? Oh, wobei, naja, wir laufen relativ lange bis zum Bus. Wir haben kein Pferd. Oh, gehen wir vielleicht mal so gegen 10 raus. Um auf Nummer sicher zu gehen. Wir sehen ja dann, wie viel Puffer wir noch haben. Ich denke mal, das wird auch noch dicke reichen. Was diese Viecher hier angeht, ist es natürlich ein bisschen komisch, dass die offenbar einfach immun sind. Immun gegen meine Schläge. Und ich habe gerade keine Spielzeugwaffe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier so ein popliges Holzschwert hätte oder so. Schon so ein Lavaschwert. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel nach. Cave Carrots. Cave Carrots sind gute Carrots. Ja, aber die Spawnrate von Staircases ist gering. Lieber nochmal so ein Ding, wo man runterfallen kann. Oder runterspringen kann, quasi. Den Stein damit, Mensch. Gut, potenziell unter jedem Stein, den man hier zerhaut. Effektiv unter den allerwenigsten Steinen. Hm. Schade. Ich meine, wenn ich alle kaputt habe, dann... Dann wird's lächerlich, ne? Ja gut, aber man findet hier auch nicht gerade wenig Steine, das muss man sagen. Kann man eventuell dann auch hier aus den Steinen, die man findet, einen Staircase bauen. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen Käse. So. So. Oh, wir haben schon gleich 7 Uhr. Ich bin erst auf Level 7. Das ist nicht so gut. Ah, da ist der Weg nach unten. Nach Stein Nummer 20. Oder eher 200. 20 wäre schön gewesen. Es waren mehr. Wesentlich mehr. So. Kaputt. Und? Was gibt's hier so alles? Warum sind hier Inschriften an der Wand? Oh, kann ich damit was? Nein, kann ich nicht. Kann man nichts machen, offenbar. Ah, wir können bald den ersten Staircase bauen. Weiß nur nicht, ob ich es machen will. Bin ich mir eher näher. Nicht so sicher momentan. Ja, bei denen muss man wahrscheinlich einfach drumherum hacken. Und dann gucken, was kommt. Oder was nicht kommt. Ah, mir fällt gerade auf. Ich habe gar keine Bomben mitgenommen. Shit. Aber ich könnte welche herstellen. Ja. Naja, wobei, nee, gar nicht. Also nicht viele. Eine könnte ich herstellen. Ruby. Guck an, dann will ich nach unten. Oh, der ist auch schön hier integriert, ne? In der Wand. Hat gerade erst, nach dem ersten Klick hat es nicht funktioniert. Ich so, oh. Funktioniert das etwa nicht? Und dann so, doch, alles gut. Ach ne, waren das nicht die Blobs, die einfach wieder respawnen, weil es verdammte Mumien sind? Miss, 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 Miss. Ah, super. Mano. Oh, er kommt wieder. Ja, genau. Pff, geil. Lauf weiter. Lauf, Forest. Lauf. Ah, nee, ey. Verdammt, jetzt haben wir schon 8 Uhr. Auf dem Rückweg muss ich wieder an den beiden Typen vorbei. Nein. Ah, Level 10 sind wir jetzt. Also bisher hatte ich noch nicht so das Gefühl, dass es sich jetzt wirklich gelohnt hat, hier reinzugehen.
Also zumindest, wenn man sich mal anschaut, wie viel Prozent das Risiko gestiegen ist, wenn man hier reingeht. Jedenfalls im Vergleich zu der normalen Mine. Na gut, dafür hat man hier jetzt so Omni-Geodes und so Shit ohne Ende. Aber da muss ich wieder das ganze Geld dem Schmied im Rachen werfen. Dann sind da doch wieder nur Steine drin. Ach, guck mal, 113, das heißt. Staircase. Kokosnuss? Kann ich nicht mehr essen. Ach komm, nehmen wir den Staircase und gutes. Nein! Ach Gott! Erschreck mich doch nicht so, scheiß Viech! Mensch! Ich kriege hier fast ein Herz, Kaspar. Gibt's nicht. Oh? Emerald. Nein! Was sagen wir zu dem komischen fliegenden Viech? Nicht heute! Not today, bitch! Ah, Inventar ist voll. Oh, ein Slot kann ich noch freischaufeln. Danach muss ich unnützen Kram wegwerfen. Aber hier werde ich wahrscheinlich nicht so schnell einen Weg nach unten finden. Ist ja schade. Aber immerhin sind hier nicht überall solche Zombies. Guck an, da war doch ein Weg nach unten. Und da sah ich links schon wieder so ein dämliches Flugvieh. Bin mir gleich wieder herbe auf die Eier, jede Wette. Ah, Sepp braucht kein Mensch. Ich sagte, braucht kein Mensch, deswegen packen wir es in die Tonne jetzt so. Aber immerhin findet man hier auch mal wieder Earth Crystals, was ganz Seltenes. Na, na, komm doch her. Ja, hier, komm doch her. Kriegst aufs Maul. Zack, bist du weg vom Fenster. Aber wir haben schon 10, verdammt. Da kommt der nächste angeflogen. Ah, ja. Ach ja, Aquamarin brauche ich nicht. Das, was man da links gesehen hat. Haben wir 11 Uhr. Renne ich erstmal hier unten wieder zum Bus. Jetzt kommt gleich der Plot-Twist. Die arbeitet nicht mehr. Und dann so, okay, sie arbeitet doch noch. Fährt mich sogar noch. Das ist ja nett. Ah, das wäre auch bitter gewesen sonst. Das wäre wirklich bitter gewesen. Ja, ich zahle 500 für das Ticket. Ja, das ist dein. Hey, this is wondering where you have been. Do you ever have that problem, Farmer? Du laberst. Ach so. Ja, hier brauchen wir vielleicht auch noch ein bisschen Zeit kurz. Warte mal, ich muss mal kurz was. Ein bisschen hier Kram aussortieren, ne? So, was kann davon noch weg? Emerald. Ruby. Kaktusfrucht, oder? Ja. Amethyst behalten wir, Kaktusfrucht. Ja, den Rest lagern wir ein. Den Käse brauchen wir sowieso selbst. Da könnten wir irgendwann bei Zeit mal wieder Trüffel reinpacken. Nein. Ach Gott, jetzt. Man hat es echt so ein bisschen Hickhack und überhaupt mit der Steuerung. So, das. 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 Der Diamant ist neu. Mal so einpacken. Gutes. So. Amethysten. Ja. So, ja, diese Megabombs hätte ich vielleicht mal mitnehmen sollen. Das wäre besser gewesen. Achso, was haben wir denn noch, was hier rein kann? Feuerquarz kann hier rein. Die Dinger gehören da eigentlich zu. Eigentlich ein möglicher Shit, den ich hier jetzt im Inventar habe. Okay, Clay nicht gerade. Clay kommt hier rein. Die ganzen Geodes packe ich mal hier rein. Oh, stimmt. Ach ja. Den einen Lava-Geod, den wir hatten, den haben wir ja weggebracht. Getting late. Ja, ist gut. Werde ich nicht. So, die beiden Sachen müssen zum Schmied bzw. zum Museum. Dann haben wir das geklärt. Level 9 Foraging. Jetzt kann ich einen Regentotem. Ach toll, ja. Das hätte ich vielleicht ein bisschen früher gebraucht. Wobei, dann hätte ich die Dinger gespammt bis zum geht nicht mehr. Ja, gut, 20.000. 2 Tage geschafft. Ich glaube, es regnet heute. Oder nicht? Ich habe so einen komischen Sound gerade gehört. Tatsächlich, es regnet.
Mann, die Dinger sind schon. Okay, jetzt sind die anderen alle fertig. Aha. Ach was, guck mal an. Der Pomegranate-Baum ist fertig. Umso besser. Ja, hier, ne? Mais ist fertig. Cranberries sind fertig. Die Dinger hier unten sind noch nicht fertig. Oh, die sind fertig. Das sind doch diese komischen Cherry Rose. Ach ja, okay. Ach, guck mal, da kriege ich ganz viele neue Saatgutplätze. Das ist ja schön. Oh, das finde ich ja super. Na gut, die Tiere sind jetzt überraschenderweise alle drin geblieben. Die Ente? Ach, Uwe, was ist mit dir? Wieso ist das Herz jetzt schon wieder weg? Ach Manu. Wie versage ich so ein bisschen, was die Tiere angeht, glaube ich. Nur so eine Vermutung. Hm. Tiere im Stall, ergo keine Trüffel. Das ist natürlich super. Gut, wenn die Tiere dann nie rausgehen wollen, dann ist das halt so. Ja, hier war nichts. Ach Mann, das ist ja dämlich. Uwe, bist schon wieder sauer. Ist schon wieder ein Aufnahmetermin weggefallen wahrscheinlich. Nein, ich weiß es nicht. Ah, gut, dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal dann läuft und dann mit... Wobei, warte, fällt mir gerade auf, ich habe ja Post gekriegt, was, warum? I've got some new items in stock, a deluxe fishing pole and some bait you can attach to it. You can use bait to make fish bite faster, hope you will see, hope to see you soon. Das war der Typ von dem Fischladen, weil wir jetzt Fishing auf 2 geskillt haben. Schön. Aber damit dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis dahin.